Sorry, erstmal Kaffee. Oder Cappuccino. So. Wieder in der Zone. In der Soup. Jetzt habe ich ja gerade mit Hunden rumgeschlagen. Okay, viel Spaß. Habt ihr also gemacht. Ich sehe die Leichen gar nicht mal hier. Ja, eigentlich ist ja auch nicht so wichtig, ob ich jetzt hier den scheiß Hundeschwanz mitnehme. Wobei, das ist der Idiot. Ich wollte mit dem gern saufen. Vorhin war es nichts gescheit. Vielleicht machst du das jetzt zum zweiten Mal. Ja, anscheinend nicht. Idiot. Ich habe gedacht, vielleicht macht er beim zweiten Mal dann mal eine richtige Info her oder so, aber irgendwie nein. Na gut, das heißt, wir werden. Gibt's da drin nicht Elektroanomalie? Natürlich. Im Tunnel. Ist doch cool. Müsste doch eigentlich gehen. Ach nee. Naja, Toscano-Köpfe sind wenigstens ein wenig mehr wert als die komischen Hundeschwänze. Wobei ich da, glaube ich, auch schon wieder einige verkauft habe. Warum eigentlich? Ich wollte irgendwas zurückkaufen. Ja, ich habe aber wieder auf jeden Fall 35.000 kann ich ausgeben. Damit ich 1 Million behalten kann, wenn es sein soll, ja. Gibt es hier einen Pilz? Nee. Das probiere ich jetzt mal aus. Hier ist doch eine Anomalie. Kann ich da nicht vielleicht... Anomalie Elektro. Ach so, Medusa. Ich brauche eine Fruit Punch. Scheiße. Ja, okay. Leck mich doch. Ach, nochmal. Was ist jetzt mit euch los? Ihr seid auch ein bisschen behindert, oder? Ja, ein bisschen sehr. Ja, da geht mir doch nicht auf den Keks. Geh ich zu Sid. Weil er will schließlich mal irgendwann sein Werkzeug haben. Was wir ja mittlerweile vollständig haben. Wo haben wir eigentlich die Wrench? Mal gucken, also das sind Schraubendreher, Hammer, okay, ach, da sind die Wrench, jawohl. Ja, also es steht tatsächlich Repair Kits, ich muss ihm mir tatsächlich 2 geben, so eine Scheiße. Gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Wer schießt denn da? Ach, Hunde. So, haben wir den rausgehauen, bevor er noch stirbt, der Idiot. Das müsste Tolik sein. Nee, Jurik. Jurik ist es, ja. Was ein Pisser. Sagst du wenigstens Danke? Na, gleich mal gucken. Ach, halt doch die Schnauze. Linksman. Ja, ja, okay. Ach, und das war's. Du redest aber immer noch von den Banditen, nicht jetzt von den Hunden. Kleiner Pisser. Ja, gut. Egal. Also, Respawn funktioniert, das A-Life funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, ne? Aber ich glaube, da hattest du schon mal was erwähnt dazu, Lila. Oi, oi, oi. Hallo? Jetzt ist natürlich blöd, dass ich diesmal keinen Beryl habe, ne? Es gibt doch da eine Mission mit dem Militärlager und man kommt leicht rein. Man kommt dann zwar nicht mehr raus, aber das ist egal. Ich komme erstmal leicht rein und dann schieße ich mich halt raus. Aber ich brauche den Beryl-Anzug. Egal, ob es der heilend ist oder ein anderer, aber ich brauche einen Military Beryl. Ich frage mich, wo ich den das letzte Mal her hatte, aber ich habe den nicht. Ich habe den diesmal nicht. Das wäre jetzt echt ganz praktisch, wenn ich den hätte, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, Sid, ich hab dein scheiß Werkzeug. Man, when you said hammers, you could have told me that you meant freaking sledgehammers. Ja, die wiegen nämlich ganz schön was. Vorschlaghammer. Carrying these things around and maybe lose some fucking weight. Da wirst du ein bisschen Gewicht verlieren. If I had told you that, then you probably wouldn't have agreed to take the job. Here, set them up here on my desk and stop with the crap already. Also, hör auf, Scheiße zu labern. Ah ja. I ought to smash your desk into 1000 pieces with one. Ich überlege, oder was? Ja. Ah, well, anyway, take them. Now, Petrenko's package. Out of his whole work, have words and get back to work. Doesn't seem to trust me with the case. All he gave me are these coordinates leading to his location. It's located somewhere in the Forgotten Forest. Just after the transition, you went to keep moving along. Ach, ja, ja. Keep moving along the edge of the border, they'll find some stones. One of which is flat, that's where it is. Good luck, you'll need it, the tough guy. Forgotten Forest. Just after the transition, you want to keep moving along the edge. Das muss im Nordosten sein. There you find some stones, one of which is flat. Einer ist nach... Aha. Need a job. Sale, das gefällt mir schon, wenn ich Sale representative. The document case full of confidential field reports on scientific association. Deep in the zone, it's awaiting us out of the, from the angle just out of there. Okay. Well, I want to get the, recover the case. Bring it here. Then we can decide what are you interested? Sure. Right, I get the cash already. Just don't leave it down. And one more thing. Keep it as low profile as possible. I don't need the military thing that... Ja, ist klar. Wear one of the uniforms and go in at night when they're off guard. Do you have one? No. Warum soll ich alle von denen haben? And find yourself a Beryl. Captain at the bridge. Ach ja. Find the armor. Ja, das könnte gehen, das stimmt. Jetzt überlege ich nur gerade, habe ich hier überhaupt noch ein paar... Ich habe halt keinen Quirk mehr, echt nicht? Ach, so eine Scheiße, ich habe gedacht, ich habe nur ein paar Quirks. Stalker Tourist Suit, ich glaube, den habe ich schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keinen Quirk, ist doch zum Kotzen, ey. Fuck. Ja, ja, ciao. Wie viel Uhr haben wir? Ja, es kann ich noch wagen, zum Captain an der Bridge zu gehen. Hast du vielleicht auch noch einen scheiß Auftrag, du kleiner Knallkopf? Ja, okay, bla bla bla. Lest es euch durch, wenn ihr wollt. Tschüss. Ich glaube, wir hatten das eh schon mal. Also, es sind alles meine Freunde, die Stalker. Duty übrigens auch. Die Freiheit, glaube ich, nicht vollständig. Da war was. Na gut, probieren wir das mal mit dem Captain. Ob der was verkauft. Kurz Netz auf. Ob der vielleicht eine Rüstung hat. Und dann gibt es auch irgendwo ein UAZ. Wo war der wieder? Der stand nämlich so, dass ich ihn heil da runterbringen konnte. Das weiß ich. Wollte da doch aggressiv sein. Erst sah es so aus, als ob er nicht wollte. So. Habe ich genug Wodka? Ja, Geld habe ich auch. Der scheiß Beryl wird ja wohl nicht mehr kosten als... Naja, wahrscheinlich schon, aber schauen wir mal. Habe ich Wodka, um mich mit ihm ein bisschen zu unterhalten? Ich habe 32 Flaschen. Ja, das sollte auch erstmal reichen. So, kurz Netzhoff. Wir haben eine kleine Diskussion zu führen. Können wir vorher lieber mal safe machen.
Ob ich da heil wieder rauskomme, ist mir egal. Also ich komme ja heil wieder raus, aber es ist mir egal, ob ich da, ne? Klar. Ich schieße halt dann alle über den Haufen. Hat man auch schon mal gemacht, also ist es egal, da kann ich immer noch sagen, wurscht, wir machen es mit unsterblich weiter. Ach, halt doch die Fresse, ihr Rattis. Standing there for a stalker. If you want to go through, come up and we'll have a chat. If not, I suggest you take off before we get angry. Ja, für dich jetzt auch bald Zeit zu sterben. Weil ich dich einfach nicht leiden kann. Here, take this vodka. Supply equipments. Good armor. Tatsächlich, der verkauft einen Beryl. Scheiße. Ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich die von ihm gekauft? 15 Bottles, agreed. So, jetzt habe ich nämlich eine Beryl-Armor. Jetzt sehe ich aus wie so ein Militärer, wenn ich die anziehe. Okay, see you. Gut. Jetzt brauche ich noch ein Auto. Ach, ich glaube, der steht sowieso hier, steht der. Da oben steht der UAZ. Direkt hier an der Fabrik. Aber ich darf ihn halt nicht kaputt machen und ich habe ihn irgendwie einmal fast kaputt gemacht oder so. Und ich muss ihm, glaube ich, dafür noch einen guten Preis bezahlen. Irgendwas war da. Hier steht doch so ein scheiß Jeep, oder? War das nicht so? Oder steht der erst da, wenn man den braucht? Ich war der Meinung, hier stand irgendwo so ein scheiß Jeep. Wahrscheinlich verwechsel ich das echt gerade und es steht erst da, wenn man es braucht. Okay. Und dann eben nachts rein. Das können wir alles machen. Dann würde ich nämlich diesmal auch, bevor ich gehe, nach den ganzen Anzügen und alles gucken. Und ob dann eine Raiding-Party kommt, kann mir ja scheißegal sein, alles. Gut, schade um die Stalker. Pech gehabt. Wenn es total schief geht, haben wir noch ein Safe. Passt schon. So. Okay, also ich habe einen Militäranzug. Was jetzt? Colonel Karotsch, das ist der Military UAZ. Near the Farms, House of the Broken Bridge. Military near the Farm. Das macht keinen Sinn. Khaki. Welcher Khaki? Was soll da ein Military UAZ sein? Ich glaube, der ist schon da. Well, good hunting, Stalker. So, aber es ist halt noch nicht Nacht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob das schon geht. War ich das letzte Mal nachts oder tagsüber drin? Wow. Ich wäre fast reingelaufen, ich Nasenbär. Mein gut, wäre ja nichts passiert. Ach so, doch, ich muss die Rüstung nämlich jetzt tragen. Ich darf die nicht ablegen. Genau, ich muss ja jetzt aussehen wie so ein Arschloch. Ich bin jetzt Colonel Karoch. Na dann, schön für die Knallköpfe. Den da unter der Brücke meint er ja nicht. Den meint er definitiv nicht. Ich glaube, da oben war einer. Ich gucke es halt nochmal hin, wenn nicht, dann muss man schauen, wo der war. Ich bilde mir echt ein, der war hier. Genau, der war nämlich vorher nicht da. Survives. I just time on the way to the tech point. Get there quickly before he tells them everything. Okay. Ach so, da war ja was wegen. Die Einstellung stimmt ja wieder nicht, ne?
Ja, das stimmt sogar. Nur das Anschalten vom Fahrzeug stimmt nicht, aber gut, auf Plus können wir ja auch machen. So, jetzt soll ich da also möglichst schnell hin. Naja, gut, schnell, das ist relativ, aber ich kann eben jetzt nicht warten bis Ultimo. Mir ist es im Endeffekt egal. Die Stalker gehen halt wahrscheinlich jetzt drauf, das ist einfach das Problem. Aber das ist dann so. Ich gehe jetzt kurz da rein, guck mir noch ein bisschen andere Sachen an, vielleicht kriege ich sogar diesmal mal die Anzüge für Miese. Mach da alles erst fertig, wenn die Stalker draufgehen. Es tut mir leid für sie. Ja? Den Panzer schalten wir aus, das kriegen wir ja hin. Sieht auf jeden Fall unmöglich aus, die Animation der Figur beim Fahren. Wenn ich dann so mich bewegen will oder was. Komme ich jetzt erstmal so rein, oder? Ich meine, es ist mir ja dann scheiße. Was? Irgendwelche Sorgen? Ach, der. Ich glaube, der Boss glaubt mir nicht. Der weiß, dass ich ein Idiot bin, hä? Aber das ist mir eigentlich auch ein bisschen egal. Irgendwie war das dann so. Was war das jetzt hier noch? Da ist noch ein Ziel. Ach, das ist da oben wahrscheinlich, oder? Das war nämlich das wegen der Anzüge. Die sind da oben im Dach drin. Da muss ich also auch noch rauf. Aha. Ja gut. Ich glaube, jetzt schießen sie auf mich, oder? Ja. Ist mir jetzt egal. Ich riskiere das jetzt einfach. Ich weiß jetzt nicht, wer da alles schießt. Und warum und wie und was, ist mir egal. Wie gesagt, ich gebe da jetzt keinen Scheiß drauf. So, jetzt kommen hier eine ganze Raiding-Party an, aber das ist ja erstmal egal. Der hat gleich irgendwie so eine komische Stealth-Rüstung oder so. Ich glaube, diesmal feuert der Panzer auch einwandfrei sichtbar. Aber das ist mir ja egal. Sag mal. Der hat auch so eine komische Stealth-Rüstung an. Und jetzt kommt da oben, kommt noch mit. Ah, da kommen noch mehr, ja, ja. Ist mir jetzt egal. Das sieht jetzt gerade sehr chaotisch aus. Es tut mir leid. Aber es ist mir egal. Weil ich es einfach kann, ja. Deswegen ist mir das jetzt wurscht. Gerade. Ach so, ist nicht geladen. Das hilft mir natürlich. Oi! Jetzt aber. Oh, 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 da kommen sie auch aufs Dorf zu, genau. Ja, Pech.
Ich glaube, ich muss mal schnell ins Dorf gehen erst. Sag mal, normalerweise geht es doch. Ah, oh, so geht ja gar nicht, ey. Warum geht denn das schon wieder nicht? Was ist denn da schon wieder passiert? Hat er irgendein Update gefahren? Verstehe ich nicht. Weil normalerweise muss man den zerlegen können. Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr. Schlecht. Okay, der erste ist weg. Aber das ist natürlich scheiße so. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Load save. Das wird so nix. Das wird so nix. Wir müssen nämlich sparen. Wir müssen die richtig erwischen. Die Panzer. Der Rest ist alles scheißegal. Ja, gut, wie gesagt, die gehen jetzt aufs Dorf zu. Das ist dann nicht schön für die im Dorf. Das ist ganz klar. Es tut mir leid für euch. Es wird euch nicht so gut gehen danach. Nach meiner Raiding-Party. Also die veranstalten eine und ich antworte dementsprechend. Es wird witzig. Es tut mir dann leid für die Viecher. Für die Viecher vor allem. What the hell? The military is recognizing you. Get the fuck out of there now. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas verloren, oder? Nee, doch noch nicht. 130 Bier nehme ich mit. Ja, Streuner Sammler, was auch immer das heißen soll. Story würde ich verstehen, okay. Aber das ist mir auch egal, ich bleib trotzdem nicht stehen. Auch wenn du irgendwas von Story rufst. Ich nehme die jetzt hier einfach mal auseinander, ist doch scheißegal. Hä? Wo ist denn der? Der ist noch nicht feindlich, aber egal. Jetzt kommt die Raiding Party. Die wäre jetzt sowieso gekommen, also was soll der Geiz? Ja. Nehme ich die auseinander, ist jetzt nicht die feine Art, habe ich aber früher immer so gemacht. Es ist halt nicht schön für die Stalker, ganz klar. Es ist nicht schön für die Stalker, wissen wir. Aber scheiß ich drauf, ehrlich gesagt. Ja, jetzt feuert der, ist klar. Ist auch noch so ein Getarnter gewesen. Oh, die haben mir natürlich jetzt die Rüstung. Aber jetzt ist ja eh egal, jetzt kann ich die Rüstung auch rausziehen. So, wie viel Munition habe ich jetzt dafür? 5 Schuss jeweils. Für jeden geht nur 5 Schuss, ja. Okay, jetzt speichern wir es mal kurz. Und zwar wieder als Tank eigentlich. Da können wir ein neues nehmen. LP, Screw, Tank. Hier, safe. Er speichert ja eh ein neues Tank, also passt schon. Ich weiß nicht, welchen Tricks da gibt, dass es erwischt wird. Geht, danke, das war's. So, dieses war der erste Streich. Ihr habt Tarnrüstungen, sehr schön.
Vielleicht habt ihr auch schön Geld. Du hast eine Wedge. Ah ja, warum auch immer. Okay, ne? Nice Waffen. So, die anderen nehmen wir jetzt alle noch ganz normal auseinander. Und dann schauen wir uns mal an, was hier noch so liegt. Jetzt kriegen die natürlich richtiges Geschieße drauf. Oh, warte mal. Erwische ich den vielleicht von hier? Jawohl. Dann kann ich nämlich jetzt wieder meine Superschotze in die Hand nehmen. Oh, hier ist Wodka ein bisschen. Das ist ja auch was. Kann ich gebrauchen. Was war das jetzt? Ich glaube, das klingt immer so ein bisschen komisch hier drin. Ohne Sinn und Verstand einfach. So, jetzt gehen sie aufs Dorf zu. Ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Im Moment geht es da jetzt noch ziemlich im Dorf ab. Aber eigentlich kann ich noch nicht zurück, weil ich muss das erst noch schnell holen. Die Sachen, die ich da brauche, weil ich das nicht weiß, ob das danach noch funktioniert. Ich probiere das jetzt einfach. Notfalls habe ich ja noch ein Safe. Ist doch scheißegal. Es ist sogar mehrere. Ist doch scheißegal. So, die Military Armor muss nämlich irgendwo oben im Dach sein. Muss ich mal gucken. Ob und wie ich darauf komme. Hier müssen auch übrigens irgendwo so Mikrochips sein, die man gebraucht hätte, um mit dem Petrenko weiterzukommen. Von hier aus komme ich nicht rauf, ne? Von hier aus aber wahrscheinlich auch nicht. Oder geht das? Nee, das geht nicht. Ich muss von draußen, ganz draußen springen irgendwie. Gucken, ist der runtergefallen? Ja, der Typ scheint runtergefallen zu sein. Der liegt da unten irgendwo. Was ein Idiot. Das ist auch noch irgendein Dokument. Ach, das gab eine Artefaktmodifikation. Ich glaube, das ist das fürs Elektro-Porcupine oder so. Oder für die danach, bin mir nicht sicher. Ist ja egal. So, die Minen sind mir jetzt auch wurscht. Ich laufe einfach los, wie ein Bekloppter. Wenn es Bim Bim und Bum Bum macht, ist scheißegal. Man kommt hier rüber, danke. Ich wollte es gerade sagen. Machen wir keinen Kummer. Hui! Nicht so weit. Ach Mensch! Das ist jetzt wieder sowas, was ich hasse. Ja, super. Jetzt kann ich wieder ganz außen rum. Ist natürlich schön, ne? Das ist jetzt nervig. Und ich würde sagen, das mache ich alleine weiter. Ich möchte da oben noch hingucken. Also da ist definitiv was. Da muss ich was holen noch. Für die Stalker im Dorf geht es jetzt nicht gut aus. Sie werden einige ausgeschalten haben, ganz klar. Vielleicht hat Fnatic sogar überlebt. Vielleicht haben auch einige der Stalker überlebt. Das ist möglich, aber es wird einige erwischt haben. Schicksal, ich kann es nicht ändern. Wäre da keine Stalker geworden. Ich sage hier vielen Dank fürs Zuschauen. Huiuiui. Auch wenn das jetzt absoluter Bullshit ist, was ich hier gerade mache. Also vom Können her. Was heißt, das stimmt ja auch... Och Mensch! Das stimmt ja auch nicht. Ich habe es ja auch immer so gemacht. Nur halt, na, ich habe dementsprechend viel gespeichert und geladen. Ich habe die am Schluss ja wirklich ausgeschalten, habe ich ja gemacht. Auch im Original habe ich die am Schluss immer ausgeknört, habe gesagt, ihr seid mir zu blöd. Also, gerne Bewertung da lassen, Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder bei Sid. Und danach geht's zurück zum Mieser mit diesen beschissenen Anzügen, die ich ja hier holen soll. Und dann gehen wir vielleicht endlich mal zum Radar, denke ich. Bis dann. Komme ich da so rauf? Ja, das geht so. Ach, das ist doch ein Scheißdreck.